Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, in dem heutigen Video möchte ich euch mal zeigen, wie ihr ganz einfach den God-Mode nutzen könnt. Dafür braucht ihr einfach nur ein Penthouse, also ein Casino-Penthouse. Und ja, ihr müsst euch dann einen Job markieren. Den Job werde ich euch in der Videobeschreibung verlinken. Ja, wenn ihr euch den markiert habt, dann geht einfach in euer Casino-Penthouse rein. So, wenn ihr dort angekommen seid, dann werdet ihr sehen, dass ihr dann dort einen Jobkreis habt. Wenn ihr den Jobkreis nicht haben solltet, dann müsst ihr auf jeden Fall einige Jobs aus eurer Liste löschen. Dann taucht er auch auf jeden Fall auf. Ja, wenn ihr den Jobkreis dann da habt, dann geht einfach mal zum Telefon. So, geht einfach zu eurem Telefon hin und nun müsst ihr den Limousinen-Service anrufen. Wenn ihr beim Limousinen-Service da seid, müsst ihr beim Flughafen zweimal auf X drücken. Wenn ihr zweimal auf X gedrückt habt, dann müsst ihr einmal warten, bis ihr einen Blackscreen bekommen habt. Also er wird dann jetzt auflegen und dann wird dann ein Blackscreen kommen. Und wenn der Blackscreen kommt, genau jetzt, müsst ihr Steuerkreuz rechts drücken und in den Job reingehen. Das ist ein kleiner Timing-Part. Ja, dann werdet ihr auf jeden Fall mit der Limousine vom Casino wegfahren. Jetzt gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder ihr werdet dann vor dem Casino spawnen, aber ihr seid dann gefreezed. Oder die zweite Variante, so wie es bei mir der Fall ist, dass ihr nicht gefreezed seid. Und ja, wenn ihr auf jeden Fall nicht gefreezed seid, dann hat es auf jeden Fall auch schon geklappt. Und ihr seid im God-Mode drin. Ja, wie gesagt, wenn ihr den Hörer auflegt, einmal ganz kurz bis 3 zählen, dann wird es ein ganz kleiner Blackscreen kommen. Und dann müsst ihr genau in diesem Moment Steuerkreuz nach rechts drücken. Ja, wie gesagt, ist eigentlich nichts Schweres, nur ein kleiner Timing-Part. Ja, das war's auf jeden Fall schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.